Liebe Leute, wir befinden uns hier gerade mitten in Schweden, ja? Wir haben unsere Imperion Mastermind und das bedeutet eine Woche wirklich sehr, sehr intensive Workshops. Wir sind eine kleine Gruppe, gerade mit 12 Leuten und was soll ich sagen? Es ging ziemlich heiß her heute früh, denn wir hatten unseren Hot Seat. Das ist eine ganz kleine Übung, wo ich euch mal gerne mitnehme, was wir hier so auf so einer Imperion machen. Jedes Quartal treffen wir uns einmal und wir setzen uns von Quartal zum nächsten Quartal neue Ziele. Ja, und jetzt muss man sich rechtfertigen. Es wird wirklich hart ins Gericht gegangen und wir haben einen Sitz aufgebaut, du bist rot angestrahlt, der gesamte Raum ist abgedunkelt, hinter dir lodern ja die Flammen und jetzt gibt es einen Fragenhagel und nicht ganz lieb und wir gehen da wirklich respektvoll miteinander um. Wir schreien aber deinen Verstand an, aber nicht dein Herz. Und was meine ich damit? In dem Moment, wo du wieder irgendeine Ausrede hast, um etwas zu argumentieren, warum etwas nicht im letzten Quartal erreicht wurde, in dem Moment knallen wir die nächste Frage rein und er redet der Teilnehmer, und wir knallen die nächste rein und wir knallen die nächste rein, bis irgendwann dein Verstand hier oben zerbricht und du nicht mehr nach diesen fadenscheinigen Ausreden suchen kannst, also im Verstand, noch einmal mit Real Talk gesprochen. Und das ist sehr hart, da fließt manchmal auch Tränen, bin ich ehrlich. Aber genau das ist der Beginn eines Veränderungsprozesses, wo wir uns definitiv sehr bewusst machen, wir müssen ehrlich mit uns sein, damit wir auch neue Ergebnisse haben. Es ist nun mal Fakt, dass wir uns hier hart angehen, aber es muss etwas in deiner alten Persönlichkeit sterben, damit du eine neue Persönlichkeit wirst. Denn die Leiter, die dich jetzt an das Haus gebracht hat, wo du gerade stehst, die wird dich nicht zum nächsten Hochhaus bringen. Und nun müssen wir mal da jetzt hart ins Gericht gehen. Und das ist so zum Beispiel eine ganz kleine Übung, Hot Seat. Und jeder hat da 10, 15 Minuten Zeit. Was machen wir dann noch jetzt hier auf dieser Mastermind? Wir arbeiten sehr, sehr tief am Kern der Persönlichkeit der Geschäftsführer. Also wir haben jetzt hier gerade so circa 12 verschiedene Branchen, also vom Schreinerhandwerk bis zur Finanzbranche, bis zur Solar-Elektrobranche. Wir haben ein Möbelhaus dabei, wir haben einen Zimmermann dabei, also Holzhäuser. Und das macht es dann aus. Die verschiedenen Branchen mit ähnlichen Herausforderungen, aber anderen Herangehensweisen. Und auf einmal haben wir eine wahnsinnige hohe Schwarmintelligenz. Ein Beispiel, unten gerade in der Pause, da läuft gerade der Kevin Rotauge aus der Metallbranche und er delegiert schon die ersten Sachen. Hey, dies und jenes ist mir heute bewusst geworden, ich muss es ändern. Weil der hat sehr, sehr hartes Feedback von mir bekommen. Es ist jetzt falsch, dass wir das so hart rangehen. Nein, denn am Ende des Tages, wann bist du als Geschäftsführer sonst mal in deinem Umfeld so hart auf den Prüfstand gestellt, dass Leute mit dir so ins Gericht gehen, dass es wehtut? Also positiv, damit du dich veränderst. Ja, oft ist es nie der Fall. Und aus diesem einen Grund treffen sich die Geschäftsführer, um an sich, an ihren Zielen, an ihrem Unternehmen zu arbeiten. Und wir suchen dafür gute Kulissen. Wir schauen hier gerade auf einen wunderbaren See, auf einen Yachthafen. Wir sind mitten in der Pampas in Schweden hier gerade und genau hier saßen wir zum Beispiel gestern Abend bis 12 Uhr nachts. Hier geht die Sonne ja gar nicht unter und haben dann hier nochmal miteinander anders gesprochen. Also nach der Arbeit geht es dann hier auch weiter und das ist, glaube ich, das Besondere. Denn wenn du mehrere Tage nicht nur während der Arbeit zusammen bist, sondern auch hier in so ein Resort schläfst, abends hier zusammen sitzt. Heute Morgen waren wir alle gemeinsam beim Sport, waren danach sogar noch in die Sauna. So, das bedeutet, hier ist wirklich eine intensive Zusammenarbeit, das kann man wirklich sagen, so intensiv, wie sie noch nie war. Und das bringt dann einen wahnsinnigen Fortschritt, also im Unternehmen. Also die Frage ist ja nie, ob wir eine Weiterbildung brauchen. Die Frage ist, wo machst du sie? Denn wenn du dich zufrieden gibst, und da haben wir auch einige haben Luxusprobleme hier, dann kommst du nicht voran. Also das bedeutet, wenn du dich jetzt zufrieden gibst und es läuft ganz in Ordnung, aber es ist nicht richtig genial, es ist weit weg vom Großartigen, dann wirst du dich ja auch nicht verändern, weil du hast ja keinen existenziellen Grund, jetzt hier gerade weiter Gas zu geben, denn es ist ja in Ordnung. Und das ist der eine Grund, warum es so viele durchschnittliche, ich würde sagen, gute Unternehmen gibt. Durchschnittlich gut ist aber nicht großartig. So, und da gehen wir auch rein und setzen die Ziele neu und
ja, ich würde sagen, schärfen die mentale Klinge. Und so ein Hot Seat ist auch eine Übung, die kannst du bei dir in deinem Unternehmen machen. Ja, du könntest mit deinen Führungskräften ein Hot Seat machen, wo man sich für seine Ziele im Quartal rechtfertigen muss. Und ja, das ist was für Fortgeschrittene. Ja, das kannst du nicht mit jedem machen, denn es geht ja sehr, sehr hart zur Sache. Aber ich überlege, was würde sich in deinem Unternehmen verändern, wenn du ein Hot Seat machst und ihr setzt euch Quartalsziele. Das bedeutet, hey, der Mitarbeiter möchte als Abteilungsleiter dies und jenes erarbeiten, möchte dies und jenes im Quartal erreichen und jetzt muss er sich rechtfertigen. Was wurde erreicht? Warum wurde es nicht erreicht? Und woran hat es gelegen? Woran ist diese Aktion gescheitert? Hey, das wirkt Wunder. Das ist oft der Tipping Point, denn dem Mitarbeiter wird durch diesen Fragenhagel eins bewusst, okay, eigentlich bin ich diese eine große Sache, warum es hier nicht vorangegangen ist. Also die große Verantwortung liegt ja nur in mir, das da auch umzusetzen, weil ich habe alles bekommen, was ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen, aber ich habe es nicht erreicht, woran lag es? Okay, wenn wir dann einen Fragenhagel geben, keine Argumentation, keine Storys, die uns erzählen, keine Ausreden, dann brechen wir es runter. Okay, woran hat es wirklich gelegen? Willst du das erreichen? Und so weiter. So, neue Ziele wieder gesetzt und jetzt Attacke. Das ist bahnbrechend. Und am Ende mach auch mit deinen Mitarbeitern auch so einen Ausflug wie hier. Also seh zu, dass du einen anderen Rahmen schaffst. Mach das vielleicht jetzt nicht im Konferenzraum, sondern seh zu, dass du einen anderen Rahmen schaffst. Ich bin damals mit der Aumann Grün AG immer weggefahren, zum Beispiel in Holland an einem großen Haus, mit ein bisschen Mittelstand, mit den Führungskräften. Machen wir unsere Dream Days auch. Waren wir in Berlin, in Hamburg, in Holland waren wir da auch schon in dem gleichen Haus. Und genau das bringt dann eine andere Atmosphäre, dass wir diesen Paradigmenwechsel haben und anders auf diese Sache draufschauen, als wenn wir überall nur im Büro die Arbeit sehen. Also, 2, 3 Top-Tipps, ja, mach ein Hot Seat, wir machen das hier auch. Wichtig ist, du brauchst richtig Hardcore-Fragen dafür. Und genau, wenn du diese Fragen haben willst, haben wir für dich hier einen Download-Link bereitgestellt. Den findest du jetzt einmal hier unter diesem Video. Und dann hast du die idealen Fragen für einen Fragenhagel, ja, dass du, deine Mitarbeiter oder auch, wenn du in einem unternehmerischen Kontext sowas machen willst, ja, alles hast, um Leute zu grillen. Auf dem Hot Seat. Warum? Damit wir hier oben nicht mehr unsere eigenen Storys uns erzählen, die wir oft als Ausrede nutzen, die aber nicht der Realität entsprechen. Also einmal jetzt hier auf den Link unter diesem Video klicken und lade dir meine 31 Fragen runter, um Menschen wirklich ein bisschen zu entlarven, dass sie ihre PS endlich auf die Straße bekommen. Viel Spaß!